Dann gab es noch diese Szene in der letzten Minute. Wie haben Sie denn nie gesehen, den Elfmeter? Ja, im Grundsatz stehe ich da ungefähr 60, 70 Meter von weg und kann das natürlich nicht beeinflussen. Wir haben uns jetzt die Videoszene ein bisschen angeschaut. Wenn es den Videobeweis gegeben hätte, dann wahrscheinlich gibt man den vielleicht nicht. Auch nicht in der Situation, in der Nachspielzeit. Das ist vielleicht eine 50-50-Entscheidung. Der Ball geht nach vorne wieder weg, also muss er den Ball gespielt haben. Auch auf dem Video sieht es für mich aus, als ob er den Ball spielt. Aber wir müssen damit leben. Wir können es jetzt nicht ändern. Und das haut uns jetzt auch nicht um. Da sind wir jetzt. Jetzt dürfen die Jungs in der Kabine noch ein bisschen enttäuscht sein. Wenn wir Montag wieder auf dem Trainingsplatz stehen, dann ist das abgehakt. Und dann geht es ins nächste Spiel. Ja, ich habe es nicht genau gesehen, muss ich ehrlich sagen. Es ist... Klar trifft er ihn, man hört es schon, aber ich sag, es ist ein 50-50. Also manche Schiris geben den, manche nicht. Und heute hatten wir das Glück, dass er angegeben hat. Beim Elfmeter war erst Sergej Semenjuk am Ball und dann hat der Vereinspräsident Udo Janke gesagt, nee, der Adriel soll schießen. Haben Sie es mitbekommen? Das wurde mir so zugetragen. Ich werde mit Udo darüber nochmal reden müssen. Also so ist es nicht. Also wir haben natürlich eine klare Linie und ich meine, wenn der Ball im Tor ist, ist es mir dann zum Schluss auch egal, wer den geschossen hat. Aber wenn es denn so war, dann werde ich mit Udo noch mal reden müssen. Das ist richtig, ja. Aber gut, wir haben jetzt den Punkt und da werden wir jetzt nicht irgendwie missgünstig oder irgendwas sein. Es gab heute eine Szene in der 94. Minute, ein Elfmeter für Lübben. Sergej Semenjuk hat den Ball genommen und Sie haben von außen ein bisschen reindirigiert, dass doch der Adriel schießen soll. Wieso? Na, es ist so, dass wir letzte Woche in Oranienbrück einen Elfmeter bekommen haben und da hat der Jefferson geschossen und da ein bisschen einen auf Star machen wollen und hat natürlich verschossen. Und ich weiß, dass der Adriel bei einer Torwand mindestens 5 von 6 Dinger reinhaut, passgenau. Und scharf seinen Linksfuß unten rein. Und wenn man bei dem Torhüter jetzt halb hoch oder irgendwas probiert hätte, der hätte den weggehabt. Und Sergi hätte den nicht flach, scharf geschossen und das war mir sicher, dass das Ding dann in die Hosen geht und ich wollte mir nicht wie letzte Woche in Oranienburg das wieder von außen anschauen und sagen, lass die mal machen, dafür ist mir der Erfolg dann doch zu wichtig.